3, 2, 1. Herzlich willkommen zu der schönen Mordvorstellung. Heute ist was ganz Besonderes gekommen. Heute ist ein Hitachi-Bagger gekommen. Von Hitachi. Von FSM-Modding-Team. Haben sie wirklich wieder gut gemacht hier mit dieser Säge? Mit dieser Kralle hier? Und ja, die Schaufel, die gehört auch nicht dazu. Hier hinten stehen noch Mehrgeräte. Eine Säge, dann haben wir hier diesen Haarwasser-Ding, das haben wir ja schon bei den Ehen hier lieber. Und dann hier bei die Schaufel. Ja, ist Wahnsinn. Da habe ich hier mal hingestellt, verschiedene Worben. Und dann gibt es hier noch diese Kralle, diese Forstzange. Und dann hier. Das ist nicht schlecht gemacht, wirklich, dass endlich mal sowas gekommen ist. Hube funktioniert nicht. Aber hier die Tür, die geht doch. Wenn wir einsteigen, geht sie zu. Wenn wir aussteigen, geht sie oft zu. Das ist richtig cool gemacht. Dann haben wir heute noch diese in ein paar Schaufeln bekommen hier. Die sind für unseren Bagger. Also für unseren Radlader. Für unseren Glasradlader. Ist nicht schlecht, aber dieser Hitachi-Bagger, der ist richtig cool gemacht, wirklich. Finde ich richtig cool. Oh, hier, das steht auf der Palette hier drauf, das ist nicht schlecht gemacht, ja. Hier, wie die Zeichen auch wieder. Ja. Achtungszeichen. Aber ich kann euch sagen, es ist ein Hitachi-Bagger. Aber der ist riesig, der ist viel größer als der Lieber, sehe ich gerade. Ja. Ja, aber der gefällt mir richtig gut, den werde ich mir holen heute. Und mit der Zange hier. Oh, guck mal was aus. Drehen kann man die Uhr, das ist das Wichtigste. Nicht schlecht gemacht. Ich kann euch auch zeigen. Zu finden ist der hier unter Diverses. Und das ist, ja, das ist doch Hitachi-Bagger. Kann verschiedene Schriftmarken machen, ja. Aber ist nicht schlecht gemacht, ja. Dass uns ja FSN-Modding sowas macht, das ist richtig gut, wirklich. Hier haben wir die Schriftzüge nicht schlecht gemacht, ja. Verkaufen wir den mal. Weil ich euch schon mal sagen kann, dieser Hitachi-Bagger verbraucht 14 Slots. Und dann zeige ich euch nochmal die Anbaugeräte für den Hitachi-Bagger. Den finden wir hier hinten unter Diverses, im kleinen Format. Also die Schaufel verbraucht 6 Slots und der Harvester 13 Slots, das geht.
Und hier die Säge, 4 Slots und der 2 Slots. Geht vollkommen, reicht vollkommen. Und hier auch 2 Slots, der auch 2 Slots. Und das war's. Ja. Dann die Schaufel, da kaufen wir Oma. Die finden wir unter Radladerschaufeln. Kann man verschiedene, entweder hier vorne diese Dinger hier wegmachen, diese Zangen. Diese Zähne. Hab gerade aus Versehen wieder gekauft, passiert. Aber die Schaufel verbraucht ungefähr 3 Slots. Das geht. Ja. Alles nicht schlecht gemacht. Dann gehen wir mal auf den Hof und da sind noch ein paar Mods da. Ja, heute sind ungefähr an die 4 Slots Mods gekommen. Heute ist eine Halle gekommen, die kennt jeder von euch. Die hatten wir in LS17 auf der Goldcrest Valley oder wie die heißt, glaube ich, Goldcrest Valley heißt die. Ja. Die hat man gehabt, dann nimmt sie noch eher einen kleinen. Da haben wir immer früher unser Zeug gelagert, das weiß ich noch. Ja. Da sieht man, Unterstellmöglichkeiten sind gegeben. Licht ist hier leider nicht dabei. Aber auch nicht schlecht gemacht, dass die gekommen sind. Dann haben wir noch eine zweite Halle gekriegt. Also Details sind richtig gut geworden wieder. Oh, wieder an der Mauer hier. Ja, hier mit Paletten noch ein paar. Paletten. Oder Schmutzhaufen. Das geht auch. Oder Emer. War die ganz in der Nähe. Ne. Nicht schlecht. Dann verkaufen wir das. Zu finden unter Hallen. Die eine verbraucht 9 Slots, die andere verbraucht 5 Slots aus der L17 und die auch von L17, die größte von allen, 5 Slots. Die verbrauchen ungefähr, wenn man zusammenrechnet, sind das 10 Slots. Das geht. Und 9 Slots geht auch vollkommen. Damit ihr glaubt, der Hitachi-Bagger verbraucht 14 Slots. Und das geht. Und damit verabschiede ich mich. Würde mich gerne über abonnieren und einen Daumen hoch freuen und teilen nicht vergessen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob heute was für euch dabei war in dieser Mordvorstellung. Ja, die war heute wirklich einmal frei. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Hitachi-Bagger auf PS4 erscheint. Das ist schon Wahnsinn, dass der endlich gekommen ist. Diesen Lieber, den weiß ich noch nicht, vielleicht tausche ich den um und da tue ich diesen Hitachi-Bagger dafür nehmen. Mal gucken. Mal schauen. Das seht ihr heute noch, weil heute kommt vielleicht noch mal Forst oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Dann sage ich tschüss, euer Max.